Jetzt gucken wir uns den Schattenwurf eines Rotors an. Erstmal zu ganz einfachen Zeitpunkten. Der soll einen Turm haben von 100 Metern. Und darauf sitzt jetzt der Rotor, der 100 Meter Durchmesser haben soll. Schöne, runde, einfache Zahlen. Und ich wüsste gerne, wie lang ist der Schatten des Rotors? Länge des Schattens am 21. Juni mittags, wenn die Sonne im Zenit ist. Ich will sagen, also ungefähr um 13 Uhr wegen der Sommerzeit. Und am 21. Dezember mittags, also ungefähr um 12 Uhr. Ich hatte heute Vormittag schon die Daten angesagt, sicherheitshalber nochmal. Die Erdachse ist um etwa 23 Grad geneigt, das heißt Norden, Süden liegen dann so. Bielefeld liegt auf dem 52. Breitengrad, wenn Sie Norden, Süden so einmalen, hier aus dem Äquator raus, so raufgehen, etwas höher, so raufgehen, hier auf dem Äquator raus, 52 Grad, dann ist hier unsere Heimatstadt. Ja, versuchen Sie mal zu rechnen, wie lang ist der Schatten? Wenn ich sage 21. Juni und die Sonne im Zenit, heißt das ja, dass die Erdachse perfekt zur Sonne geneigt ist. Diese gestrichelte Linie ist senkrecht auf der Verbindungslinie von der Erde zur Sonne, also hier irgendwie ganz weit weg, ganz, ganz weit weg ist die riesengroße Sonne, aber die Strahlen kommen bei uns ja praktisch parallel an. Es sei denn, ich will das rechnen, was ich heute Morgen gerechnet habe, wie groß die Sonnenscheibe ist. Andere Geschichte, aber hier interessiert mich nicht die Größe der Sonnenscheibe, sondern ich tue einfach so, die Sonne ist sehr weit weg und die Strahlen kommen parallel an, jetzt exakt horizontal. Und am 21. Juni ist die Erdachse eben exakt zur Sonne hin geneigt. Hier der Nordpol, da der Südpol. Das haben wir heute Morgen schon. Hier auf dieser Linie geht Tag in Nacht über. Die linke Seite ist in der Nacht, die rechte Seite ist im Tag. Das heißt, wenn ich hier bin, auf dieser Linie, dann bin ich gerade am Sonnenaufgang oder am Sonnenuntergang. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert der Mittag. Der Mittag ist offensichtlich hier auf dieser Kante. Hier ist finsterste Mitternacht auf der linken Seite und hier ist die Sonne im Zenit. Hier ist richtig Mittag, genau auf dieser Seite. Insofern passt alles wunderschön in eine Ebene, das kann man so gut zeichnen, ohne jetzt dreidimensional zu werden. Probieren Sie mal, in dieser Ebene weiter zu zeichnen. Hier gibt es also jetzt wieder den Winkel von 23 Grad. Jetzt müssen wir irgendwo sehen, wo 52 Grad Breite sind. Ich würde den Äquator einzeichnen. Ja, wenn es gelingt. So, der Äquator ist natürlich senkrecht zu dieser Achse hier. Der Äquator ist auch 23 Grad gekippt. Das hier wäre der Äquator. Auch der kippt 23 Grad natürlich rechts herum. Alles kippt 23 Grad rechts herum, inklusive Äquator. Und der 52. Breitengrad ist jetzt aus dem Äquator raus, 52 Grad nach oben. Das wären 45 Grad, etwas weiter als 45 Grad. Hier 52 Grad. So sähe das aus. Und jetzt kommt die Windturbine. Vorsicht mit der Richtung der Windturbine. Die muss hier ja senkrecht auf der Erdoberfläche stehen. So muss die Windturbine da stehen. Eine Verlängerung der Verbindung zum Erdmittelpunkt. So muss sie da stehen, die Windturbine. Und diese Situation hier würde ich jetzt einfach mal vergrößern. Wir können ja noch den Winkel hier ausrechnen. Dieser Winkel, wie groß ist der Winkel zum einfallenden Sonnenlicht? Dieser Winkel, wie groß ist der? 29 Grad, ja. Einfach die Differenz. 52 Grad runter, 23 Grad rauf. Dieser Winkel hier.
Das sind die 29 Grad, der Differenzwinkel, 52 minus 23. Und was mich jetzt interessiert, ist hier nur noch dieser Ausschnitt da oben. Das male ich jetzt nochmal in groß. Wenn ich diesen Ausschnitt hier betrachte, sage ich ganz dreist, okay, der Erdboden ist ja eigentlich platt. Die Erde ist eine Scheibe, wenn ich nicht zu weit gehe. Da steht jetzt meine Windturbine drauf, auf dieser Scheibe. Das ist die Windturbine. Die Sonne kommt von hier weiterhin. Ich kenne diesen Winkel. Das sind 29 Grad. Und man rechnet ja immer mit Maximalabschattungen. Das heißt, den Rotor setze ich so, dass er wirklich dem Licht am stärksten im Wege steht. So, dass die Scheibe des Rotors dem Licht im Wege steht. Ich male den Rotor nicht so. Wenn der Rotor so zeigt, ist der Schatten ja viel kleiner, als wenn der Rotor so liegt, wenn er so liegt. Und jetzt sollten Sie sagen können, wo der Schatten hinfällt. Ich kann es ja schon mal einzeichnen, wo der Schatten hinfällt. So fällt der Schatten, offensichtlich vom Rotor. Hier ist Schatten. Und was mich interessiert, ist jetzt natürlich, wo fängt der Schatten an? Was ist diese Distanz? Und wo hört der Schatten auf? Was ist diese Distanz? Das sind die beiden, die mich interessieren. Hier oben, das sind nochmal 29 Grad Wechselwinkel. Und jetzt gehe ich da mit dem Tangens dran. Hier der Schatten, der bildet die Gegenkathete zu den 29 Grad. Und der Turm und der Rotor, die bilden die Ankathete. Sicherheitshalber, das hier ist ein rechter Winkel natürlich. Der Turm ist senkrecht auf dem Erdboden. Mit dem Tangens geht das dann. Also kriege ich für den Schatten, gerade überlegen, diese Seite durch diese Seite ist der Tangens von 29 Grad. Also diese Seite ist diese Seite mal der Tangens von 29 Grad. Der Schatten erstreckt sich von 50 Meter, das ist das hier unten. Der Rotor ist auf der Höhe von 100 Metern angebracht, mit 100 Metern Durchmesser. Es geht von 50 Metern bis 150 Metern. Das untere Stück ist also 50 Meter mal den Tangens von 29 Grad. Gibt mir den hier 50 Meter und am oberen Ende sind es 150 Meter mal den Tangens von 29 Grad. Da liegt der Schatten und das macht ungefähr, sagt der Taschenrechner, 50 mal 29 Tangens, also unten 28 Meter und oben muss es das Dreifache sein, 28 bis 83 Meter. So wäre der Schatten am 21.06., wenn die Sonne im Zenit steht. So, was passiert im Dezember? Ich habe jetzt keine Lust, das alles nochmal aufzumalen, das können wir ja auf die Schnelle diskutieren. Was passiert am 21. Dezember mittags? Was wird sich ändern? Genau, am 21.12. ist die Achse weggeneigt, exakt weggeneigt von der Sonne. Sie haben die Summe der Winkel, rechnen also mit 23 plus 52 Grad, mit 75 Grad. Das sollte ich hier gerade nochmal hinschreiben. Schatten am 21.06. mittags. Am 21.12. mittags ist es 50 Meter bis 150 Meter ist es dasselbe, aber jetzt mit dem Tangens von 75 Grad. Das macht also, was sagt er, 50 mal 75 Tangens 187 Meter, wobei die 7 nicht so ganz so sicher ist, weil die 23 Grad und so weiter ja alle schon fürchterlich gerundet waren. Also von mir aus 187 und dann mal 3, 560 Meter, 187 bis 560 Meter. Also im Winter sind die Schatten doch deutlich länger, offensichtlich. Und das ist der Schatten mittags, wohlgemerkt. Das können wir einmal gerade einzeichnen, wie das so im Prinzip aussähe auf der Landkarte.
So, hier ist meine Turbine. Was weiß ich jetzt über den Schatten? Wie müsste eingezeichnet werden? Exakt nach Norden natürlich, klar, weil die Sonne im Süden steht. In dieser Situation, hier mittags, kommt die Sonne aus südlicher Richtung. Exakt aus südlicher Richtung. Wenn die im Zenit steht, steht sie im Süden. Auf der Nordhalbkugel steht sie im Süden. Das heißt, der Schatten liegt im Norden. Und am 21.06. mittags 28 bis 83, ich muss gerade überlegen, wie man das geschickt einzeichnet. Wenn ich erst den hier einzeichne, 560 Meter bis runter zu 187 Meter, das muss ja im Verhältnis 1 zu 2 sein, der Schatten des Rotors. Und Sie sehen hier, der Schatten am 21.06., der fängt ja erst bei 83 an. Das wäre dann der Schatten am 21.06. Ich muss mal hier meinen Punkt in der Mitte ein bisschen kleiner machen. So wäre das. Das hier wäre der 21.12. und das hier unten wäre der 21.06. Das ist jetzt aber ein Strich in der Landschaft. Der Schatten wird selten ein Strich in der Landschaft sein, es sei denn, der Rotor dreht sich tatsächlich in dieser Ebene. Der Rotor kann sich natürlich auch gerne in dieser Ebene drehen, dann ist der Schatten kein Strich in der Landschaft mehr. Wie sieht der Schatten aus, wenn Sie die ganze Scheibe des Rotors nehmen? Wie muss ich das hier malen insgesamt? Genau, eine Ellipse, die so breit ist wie der Rotor. Was ist das jetzt hier, so 100 Meter? Also in dieser Größenordnung, oh ja, doch, muss ein bisschen breiter sogar noch sein. So, dass wir 100 Meter Breite haben. Na ja, mal gerade überlegen. Ah, das ist ja interessant. Wir sehen, wie muss ich die Ellipse unten hinmalen? Das ist lustig, die Ellipse hier ist platt, ne? So muss die gemalt sein, die Ellipse unten. Die ist 100 Meter breit, aber keine 100 Meter hoch. Sehen Sie hier dran, von 28 bis 83. Die ist beim besten Willen keine 100 Meter hoch. So sehe das also dann aus. Und ich hatte heute Morgen schon gesagt, das macht natürlich kein Mensch zu Fuß. Dafür haben Sie ein Simulationsprogramm. Aber so kann man sich mal klar machen, was das Simulationsprogramm da eigentlich tut und ob das auch irgendwas Sinnvolles ergibt. Und vielleicht, wenn man so eine Landkarte sieht, auch schon mal eine Idee entwickeln, bevor man das Simulationsprogramm anschaltet. So sehe das aus. Das heißt, der Rotor würde sich natürlich für diese Formen hier immer so drehen, wenn die Sonne aus dem Süden kommt. Exakt aus dem Süden kommt. Und was ich sehe, sind natürlich nicht diese Flächen. Was ich sehe, sind natürlich die Rotorblätter, die sich hier auf diesen grauen Flächen bewegen. Und auf diesen grauen Flächen eben Ärger machen, einen periodisch ändernden Schatten produzieren.